groß, ne? Alter. Boah, Leute. Fick die Hölle weg. Zweitausend Meter fahren wir. Lass mal kurz gucken können, das wäre für mich vielleicht geschickt. Optionen, Steuerung, Schnitt 54 FPS, Max 79, mindestens 22. Steuerung anpassen. Vorwärts, links, rechts, Aktion, Kampf, Interaktion, Questfähigkeiten, Schiff, Kultisten, Performance, Vertisch F1. Fotomodus. Ah, müssen wir ins Fotomodus gehen, ne? Kamera, ich habe gedacht, wir können vielleicht hart ausblenden. Na, dann sehen wir das dann gerade. Es fällt nicht so wirklich ins Gewicht, die 4 FPS, die da gerade fehlen, ne? Aber ihr seht ja die Frame Times. Ich denke, es werden die Frame Times sein. Das ist halt schon scheiße. Viel zu hart, Alter. Ah, gibt's sogar noch mit. Oh, Extended, nice. Das ist jetzt aber mal geil. Falls ihr euch denkt, warum die Grafikkarte so kühlt, ist Wasser gekühlt, ne? Also von daher alles easy, Bros. Also ich nehme die CPU, die gerade echt abfuckt. Also was heißt abfuckt, aber ich limitiere halt einfach. Ruderer auf Position! So, wie nah kommen wir noch ran? Piep, 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 piep. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Das Bauwerk findet sich auf der Insel Andros. Ach so, das war die Sache, gar nicht gewusst. Da wäre ich. Ja, nix da. Hätte ich wohl gern. Pfiff. Wir gucken uns ein bisschen um. Voll. Ah, Olivenholz. Das Land der Beute. Gibt's da noch was anderes hier auf der Insel? Ja, gut, gibt. Ach nee, ist gar keine. Doch, ist eine Insel hier. Weil das ist wieder Wasser. Ja, gut, okay, gibt's doch nicht so viel. Gut, dann gehen wir doch dahin. Dankeschön. Mr. Teddy, jetzt würde ich aber bitte keinen Stress machen, wenn es geht. Wir haben uns immer bemerkt. Oh, gut. Na, so viel zum Thema, das sind bemerkt. Bruder! Ich hab gesagt, lass es. Da lege ich nur noch Raubtiere. Okay. Ah, wir sind da rein wahrscheinlich. Kletter mal. Hallo. Case. Ach, dann spring halt. LOL, was war denn das für ein Backflip? Oh, das war positiv gesetzt. Dreh, macht in der Luft ein Saldo und. Geil. Dann rollt sie sich nochmal ab. Okay, das war jetzt echt nice. Ist das eine Tür? Ja, nee, ach, so echt? Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Eine Tür? Oh mein Gott, du Bonobo. Hm? Okay. Okay. Interagieren. Wie kommt man da nur rein? Ich frag mich, ob. Wusch. Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab. Ich weiß, Martha. Du wirst immer besser. Und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß. Aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer.
Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Ich hab was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Okay. So bekam sie also Leonie das Speer von ihrer Martha. Martha, ich habe dich nicht vergessen. Ist ziemlich dunkel bei euch, ne? Geht mir aber genauso. Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Gute Frage, erstmal Licht. Sieht aber echt fetzig aus. Warte mal, das erinnert mich ein bisschen stark an Odyssee. Wie ist sowas überhaupt möglich? Naja, statisch gesehen geht es schon, ne? So ist es jetzt nicht. Lol. Wie könnte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Okay, das ist ein bisschen abgehoben. Aber hey, es ist Assassin's Creed. Naja, die Fackel ist auch ja obligatorisch, ne? Was will ich mal mit die werfen? Uns eine neue holen. Ah, da kann man ausleuchten. Ist ja cool. Ist ja mal fett. Geht das mit. Nee, die spawnen mit der Zeit. Okay. Brauche ich mal jetzt eine Macht, wo das die spawnen verhindert von den Fackeln. Kann ich da hochklettern? Also, ich möchte ja. Ne, für die Wissenschaft! Nö, nee, macht's ja nicht. Ist komplett geblockt hier irgendwie gerade. Ah, da vorne wird's aber heller immerhin. Die FPS werden weniger. Da drüben leuchtet etwas. Ah. Ein Sperli. Da können wir etwas alleine tun. Okay, dann gehen wir gleich mal dahin. Sie? Interagieren. Markus hat mein spartanisches Schwindelkind auf und lehrte es alles, was man über das Söldnerleben wissen muss. Jo. Markus war da eine Type von Anfang. Kefalenia, genau. Früher haben die Leute sich immer nach dem Ort benannt und dann gesagt, ich bin jetzt Boogie aus Boogieheim oder so, ne? Demas. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es.
Cassandra hat ISO-Technologie nicht nur besessen, sie konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Cassandra zurückgehst. Nee, eine kurze Pause wäre ganz gut. Wenn du drauf bestehst, aber nur weil ich draußen noch etwas zu tun habe. Bitte krieg einfach den Kopf frei. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Leiterin unserer Zelle uns im Sicker-Effekt aufspießt, weil sie uns für Hethiter oder Traka hält. Tu ich nicht. Aber Traka feiern tolle Partys. Hm. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. So, Frau Doktor, wie fühlst du dich jetzt, wo der Stab zum Greifen nahe ist? Ich glaube, dass dieser Stab wichtig ist. Aber Templer und Assassinen haben schon früher Edenstäbe gefunden. Nikolai Tesla hat einen in Russland gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist was anderes. Wenn es stimmt, was ich in Ägypten sah, kontrolliert dieser Stab nicht den Verstand, sondern die Physik. Stell dir vor, wir könnten die Regeln des Universums umschreiben. Der Speer, den du gefunden hast, ist hier und er macht gar nichts. Der Speer gehört zu einer Blutlinie. Leonidas, Cassandra und Deimos. Ich meine Alexios. Sie hatten eine spezielle Verbindung zu ihm. Bist du denn sicher, dass du den Hermesstab benutzen kannst? Nein, aber wenn die Templer ihn kriegen, suchen sie so lange, bis sie jemand finden, der es kann. Und? Was hältst du von meinem neuen Animus? Du meinst unserem neuen Animus? Das ist Abstergo-Equipment. Dessen Innenleben ich bis ins kleinste Detail modifiziert habe. Es ist ein Prototyp der Brayman-Version mit optimierten Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Ultraportabel mit mehr Rechenpower als die NASA und CERN zusammen. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. Ach, Loot! Adler sind prima, aber interessierter Affe wäre noch cooler. Und was gibt's hier? Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Ja. Oh, PC. Perfektbruch. Oh, oh, ich sehe hier sehr viel Text. Medien. Das verlorene Buch von Herodotus. Der Speer des Leonidas. Würde ich nicht für die Assassinen arbeiten, würde ich es nicht glauben. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Aber mit ein bisschen Glück und viel Recherche haben wir den archäologischen Fund des Jahrhunderts gemacht. Oder wir hätten, wenn es nicht geheim wäre. Ja. Papierkorb ist nix. Fotos. Ja. Ich werde die ganzen Texte echt nicht lesen. Sorry, Leute. Das ist mir... Ich bin tiefe... in Theorien eingetaucht, nachdem unsere Realität eine Simulation ist und im ganz schrägen Ende des Internets gelandet. Ich sammle momentan nur Infos. Nicht alles, was ich gefunden habe, war nützlich. Es ist schwer vorstellbar, dass die Welt, wie wir sie kennen, auch nur eine Art Animus ist, aber irgendwie ergibt es auch Sinn. Leila. 10 religiöse Artefakte mit übernatürlichen Kräften. Chilling Top Tens. Oder Tens. Wunder, wie real sind sie wirklich? Diese Relikte haben alle ihre eigene Geschichte, gute, schlechte oder göttliche. Abonniert, um mehr solche Listen zu sehen, folgt uns in sozialen Netzwerken und täglich neuen Listen-Updates zu erhalten. Kauft Merchandise-Artikel. Relikt, heilige 10, top-lustige Fail-Competition, oh Gott. Besonderes Werbungsding, aha. Was haben wir da? Simulationstheorie. Leila, denn Hassan, 1.4.16.15. Hey, wer Hivement? Ich war kürzlich in Ägypten, als ich mit Freunden unterwegs war, kam das Thema die Realität ist eine Simulation auf. Das ist ziemlich schräg, aber eine interessante Theorie. Hat jemand irgendwelche akademische Meinungen dazu? Hier, Link Broken. Ist ein Artikel darüber, etwa 2 Jahre alt. Du solltest auch was über Hans Moravec lesen. Oh, ich kenne Moravecs Arbeiten von einigen Studien zur KI und Transhumanismus. Ich wusste nicht, dass er zur Theorie darüber... Ja, okay, gut, das ist jetzt... Ich sage, ich habe da kein Interesse zu lesen. Was haben wir hier noch? Nochmal ein PC! Faszinierend. Leila, ist es zu gleich?
glauben, dass wir Herodotus persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Passt das, was ich gesehen habe, zu deinen Recherchen? Ich musste den Animus anpassen, um das Buch als Referenz nutzen zu können. Dieses Buch ist ein verlorenes Werk von Herodotus. Er hat quasi das Konzept der Geschichtsschreibung erfunden. Und andere Persönlichkeiten passen auch. Kleon, Perikles, die Möglichkeit, die Geschichte selbst zu erleben. Deshalb bin ich bei den Assassinen. Für die meisten ist es wohl Gerechtigkeit oder von Dächern springen. Aber Geschichte ist auch cool. Ich liebe Geschichte, seit mein Opa mir Geschichten über seinen Opa in Irland erzählt hat. Er war ein Seemann und Abenteurer, also setze ich quasi die Familientradition fort. Ich hatte so ein Glück. Man schafft sich sein Glück selbst. Warum sagen mir das immer alle? Also ich traf Herodotus, aber ich weiß nicht viel über ihn. Er ist brillant. Seine Historien gelten als das wichtigste Werk über das klassische Griechenland. Leute haben Karriere gemacht, nur weil sie seine Worte neu interpretiert haben. Ihn in seiner Welt zu sehen, durch seine Polis zu gehen und... Tut mir leid. Er ist so eine Art Held für mich. Lass das Fangirl ruhig raus. Yay! Cool. Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Bescheid. Ey, ich hab Bescheid gesagt. Ach Mann. Was gibt's denn hier? Oh! Comics? Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. Okay. Sieht aus wie Third Echelon. Oder war es Fourth? Es erinnert mich immer ein bisschen an Metal Gear Solid. Alter, was für ein Server. NYPD? Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Bist du noch sauer wegen des letzten Zusammenstoßes mit Abstergo? Es tut mir leid, mir war nicht klar, wie steil diese Hügel in Quebec sind. Aber hey, deine Yakuza-Reflexe haben uns gerettet. Sorry, Ex-Yakuza. Wir leben noch und unsere Wunden sind verheilt. Das ist alles, was zählt. Ganz genau. Ich kehre in den Animus zurück und folge Herodotos Spur, um den Stab zu finden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen. Man kann nie wissen, welche richtig sind. Du hast eine der Bruderschaften geleitet. Was würdest du tun? Einen Schritt nach dem anderen. Beobachte, dann handle. Oder bring alle um und durchsuch sie nach Antworten. Deine Wahl. Ah ja. Danke für die Rückendeckung, Kiyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. Okay. Was haben wir danach? Ich frag mich, ob die Fries London wiedererkennen würden. Ah, ein bisschen London. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Okay. Dann haben wir da noch einen Raum. Vorgedrückt halten, Pebbles rufen, geht auch nicht. Ah, lol! Was? Das Spiel hängt. Ah, da fällt mir die Geschichte wieder ein. Die haben wir ja schon mal erzählt. Ich weiß, ob sie schon gehört hat. Früher, Windows 95. Da war ich mit meinem guten Kumpel, dem Timmy. Und da haben wir dann die Löwenstein-CD eingelegt ins Laufwerk und haben das Löwenstein-Spiel gespielt. Löwenstein, ja genau. Löwenzahn-Spiel gespielt. Und da war, haben wir einen Wohnwagen von Löwenzahn gesehen. Und wenn man auf die Gitarre klickt, hat er gesagt, aber du spielst wohl. Und dann haben wir da ein paar Mal draufgeklickt. So, aber du spielst wohl, aber du spielst wohl, aber du spielst wohl, aber du spielst wohl. Und dann ging das immer weiter und weiter. Und als ich aufgegangen, ja, ja, früher. LOL, Bodycheck. Geh weg. Du bist nichts wert. Huch. Komm her. Ja, genau. Geh da hin. Wir gehen wieder rein. Bist du sicher, dass du schon in den Animus ja. zurückkehren willst? Ich bin in den Animus. Ich hab das zurück. Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Ja, ich bin bereit, wieder zu Cassandra zu werden. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Cool ist natürlich, wenn sie Alexios wäre und sie jetzt ein psychisch stärker belastet wird. Das wäre interessant. Markus vom Café, nee, Markus nahm ein spartanisches Findelkind auf und lehrte ist alles, was man... Achso, das hat man ja schon. Meere voller Legenden. Oh, Sekunde.
So, bin mal da. Was bei euch hingemacht? Ding. Ah, schön, jetzt muss die ganze fucking Welt wieder laden. Naja, was will man tun? Mein Speer ist jetzt besser. Der Kult hat keine Chance. Okay. Der Speer des Leonidas, verbessere den Speer des Leonidas hier in der Schmiede von Hephaistos. Mit Fragmenten von Artefakten durch die Verbesserung erhöhst du dein Adrenalin und schaltest mächtigere Fähigkeiten frei. Zwei Artefakte, Fragmente von besiegten Mitgliedern des Kults des Kosmos. Benutze das Questmenü, um deinen Fortschritt bezüglich weiterer Speerverbesserungen zu überprüfen. Zwei Fertigkeitspunkte. Ja, das war mal schön. Das wollte ich eh verbessern. Was wollte man noch machen? Das eigentlich mal, ne? Das war halt auch cool. Oder heilen. Fernkampf haben wir noch einen Punkt frei. Höchstleistungsschuss. Drücke und halte. Halte rechts, um zum Zielen gedrückt. Drücke R, um zu schießen. Schieße einen mächtigen, aufgeladenen Pfeil, der 1000% Jägerschaden anrichtet und beim Aufschlag wieder dabei werden drei. Boah! Kann man Adrenalina wieder irgendwie erhöhen oder so? Dass man. Das ist ein Schlachtruf. Töte lautlos, verringere die Geräusche deiner Bewegungen und Attentate. Das wäre natürlich nice. Als Hermes, für dich wird die Zeit für Sekunden verlangsamt. Attentäterfähigkeit, das wäre aber cool. Ja. Ah, okay, okay. Keine Fähigkeit ist noch so ein Ding. Hä? Ach, zurücksetzen? Nee, brauchen wir gerade nicht. Habe ich nicht vor. Jetzt gucken wir uns hier noch kurz ein bisschen um. Das heißt, müssen wir öfters mal wieder zurückkehren. Das heißt, der Wegpunkt, den wir uns geholt haben, ist immer so doof. Ja, es geht schon viel, viel weiter. Warte mal. Ist das schon verbessert? Kann ich da was auswählen selbst? Oder wie ist das? Nee, da. Okay, gut. Flieg und Sieg, Fackel! Flieg und Sieg! Flieg und Sieg! Naja, Herodotos wird sich freuen. Denn ganz sicher war lange vor uns jemand hier. Fliegfackel! Los! Do it! Ob Leonidas von diesem Ort gewusst hat? Weiß ich nicht. Ja gut, aber wenn es nicht später reinpasst, dann wäre theoretisch eigentlich logisch möglich, ne? Interagieren. Da hat jemand auf dich geschossen. Yo, Bro. Zeit zu reden! Okay. Brauchst du mich aber nicht abknallen, Bruder. Du bist nicht schwer zu finden. Och, du bist mir gefolgt. Geht's dir gut? Alexios, du lebst! Fass mich nicht an! Komm schon, kleiner Bruder. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne dich. Ach, wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls du sie wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt. Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja, es hat die Wahrheit gezeigt.
Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen! Glaubst du, es wäre so einfach? Komm schon, Alexios. Reden wir darüber. Nenn mich nicht so! Ich weiß längst, was in dieser Nacht geschah. Gut, Deimos. Aber den kenne ich noch nicht. Er ist ein Halbgott. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. Okay. Das bist du nicht. Halbgötter beugen. Warum arbeitest du dann für den Kult? Hast du mir nicht zugehört? Sie folgen meinen Anweisungen. Dann triff deine eigene Wahl. Hilf, Martha zu finden. Verschon mich. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche nach unserer Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sehen deine Kultisten anders. Myrine ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Oh Gott, heul doch, Digga. Du bist eine Flachzange. Selbst wenn wir verstoßen wurden, haben wir überlebt. Es kann alles wieder wie früher werden, wenn wir sie finden. Der Kult interessiert sich nicht für Sentimentalitäten oder Familie, sondern nur für Macht. Macht. Können wir zwischenspeichern? Ich habe Nikolas getötet. Wir haben den nicht umgebracht. Warte. Ich muss das mal anschauen, ich meine ich nicht. Wenn sie es auf uns alle abgesehen haben, steht einer weniger auf ihrer Liste. Ich habe Nikolaus getötet. Und doch gibst du dich rechtschaffen und bist am Ende genau wie ich. Mir ist egal, was du denkst. Ich werde Myrine finden. Haben wir echt gekillt? Tu das Richtige. Komm mit mir. Hä? Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Wir haben doch verschwunden. Oh, glaubst du, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Mutter suchen? Ah, oh, das wäre süß. Bitte, du bist schwach. Es geht um Verantwortung, nicht um Schwäche. Ich gebe meine Familie nicht aus Gehässigkeit auf. Verantwortung? Steig von deinem hohen Ross. Der Kult hat einen Plan und den wirst du nicht durchkreuzen. Deine eigene Mutter zu entführen reicht nicht? Wir entführen nicht. Wir machen Politik. Die, die nicht für uns sind, sind gegen uns. Und für diesen Fehler zahlen sie. Wie ich. Wie du. Ich hörte, du willst nach Athen reisen. Wenn du dort bist, bestelle Perikles und seinem elitären Abschaum, dass sie die Nächsten sind. Der Kult ließ Myrine leben. Und Nikolaos auch. Warum sollen sie jetzt sterben? Weil du lebst. Du hast dir das eingebrockt. Und dir selbst. Der Kult ist mächtig, aber sterblich. In meinen Adern fließt das Blut der Götter. Sie glauben in deinen auch. Sie werden sehen, wie falsch sie liegen. Ich bekämpfe den Kult, das weißt du. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Und? Gesehen, was ich tun kann. Hm. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Yep. Wetten? Mutig sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist. Immerhin haben wir uns gefunden, Bruder. Du sollst mich nicht anfassen. Hat er mir gerade Bitch-Slap gegeben? Ich wollte es ja gegen den Kämpfer. Deimos! Malaka. Herodotos wird mir kaum glauben. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. Sehr gut. Also, aber hier auf der Insel gibt es leider nichts mehr, ne? Das ist, Bruder, was ganz interessant. Oh doch, der ist da drüben. Können wir nach hinten gehen. 400 Meter entfernt. Kann sein, wir müssen ja später dahin, aber gut, gehen wir ja dann.
Geronimo! Wieder die doppelte Salto-Rolle. Voll geil, Alter. Seit wann kann ich das? Finde ich voll mega. Brauche auf jeden Fall noch mehr Holz. Das steht fest. Apropos Holz. Oder retten Ted. Ja. Wir können mal kurz gucken, was unser Boot eigentlich braucht. Schiff. Ja, bla bla bla. Die Tante ist wieder da. Schiffdesign. Nö, ich finde das andere gerade toll. 4 Feuerwerksdokumente verfügbar. 10% Brandeffektivität. 130, 90 Eisen. Schwachstellenerzeugung. Ausdauer wäre mir recht. Und. Oh, 805 für 3. Puh. So. Haben wir kein Holz mehr? Haben wir kein Holz mehr? Alter. Das ist echt grindy. Also das Boot ist grindy, lasch ich as fuck. Das ist echt böse. Wo muss ich lang? Da lang. Immer pervers. Alter Vater. Scheiße, dass nichts drin ist. Also müssen wir echt mal safe fahren. Hat doch besser noch als. Weil so normales Upgrinden auf einer Insel ist, können wir gerade vergessen. Au! War gut, Schweinchen, war gut. Weiches Leder, 12 Stück. Wow, Bruder, was geht? Okay, gut ausgewichen, Bruder. So. Ah, da ist noch Holz. Perfekt. Ah, das ist mit unserem Bruder. Das ist ein bisschen ein schweres Ding. Ich wollte eigentlich nicht gleich umlegen oder gegen den kämpfen. Ich weiß nicht, wie der Kampf. Der ist ja ein nicht verfolgtes Ziel. Da ist er. Wer? Oh, Level 45. Tschüss, ich muss weg. Wir können kurz den Ort entdecken. Heilige Scheiße! Das ist ein bisschen zu high-level, der Kollege. Ja. Bruch von niemandem. Nee, das ist, ich war gerade im Überlegen, komm, try, aber was haben wir für ein Level? Fähigkeiten. 21, hey, der ist 24 Level über uns, das können wir vergessen. So, von mir aus noch so 10, hey, ich sag, okay, können wir testen, aber das ist, der hittet uns wohl einmal, wir sind down, wenn wir Glück haben, zweimal. Aber das survival mir definitiv nicht. Gibt's ja sonst noch was auf der Halbinsel hier? Anscheinend nicht. Wir kommen ja zurück. Alte Schmiede, ah, die sind eine Schnellreise markiert, sehr gut. Ich werde nur noch mich noch ein bisschen Holz, um dass wir mal zurücklaufen müssen, ein bisschen Lackkuschen machen können. Und Eisen. Da müssen aber sehr viele Piraten abmurksen. Oh, wer führt auf einer das ganz tief in Meer? SpongeBob mit dem versunkenen Schiff. Oder die Titanic. Dankeschön. Dankeschön, ich habe gerade aus dem Augenblick gesehen, dass was Türkises war. Geschichte zum Glück recht gut raus. Na gut, dann machen wir jetzt weiter, sprechen mit Rotodot. Machen wir gleich. Na, das mit unserem Bruder ist etwas schwer, dem wurde etwas harter Kopf verkorkst, ne? Das Hirn gewaschen. Sagt man auch gerne dazu. Ah. Jetzt geht wieder das mit Peppo. Was war denn da falsch?
Hey, Bro, was war los, Bro? Come with me. Alter, steigt auf dein Pferd auf. No, spring, Peppo! Ich wollte keinen Fight, kein Bock gerade. Sehr schön. Wobei, Peppo, komm mal mit. Geht es? Nö. Hä, bist du doof? Weh, du tust meinem Bruder, ich schwör's dir. Wir können eigentlich alle friedlich drüber reden, aber wenn ihr keinen Bock habt, dann habt ihr keinen Bock. Upsa, nicht aufgepasst, mein Fehler. Bruder. Naja. Ja, okay, der war gut, der war aus dem Hinterhalt, nice. Hat er aber auch nicht mehr viel gebracht, Freund. Nase. Ich würde gerne mit dem Pferd halt da drauf hüpfen, ne? Das muss doch gehen. Peppo, komm mal mit. Ah, oh, dann spielen wir halt zum Schiff hin. Meine Fresse. Das ist ein Drastin, echt. Oh nein, ja. Aber wir reden jetzt nicht auf Aufnahmesession mit Herodotos. Danke fürs Zuschauen, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Qualität war soweit alles in Ordnung. Muss mal nachschauen, sonst ein bisschen was umstellen. Bis dahin und tschüss.